Im heutigen Tech täglich freuen wir uns darüber, dass es auf der WWDC eventuell mehr als nur Software-Updates zu sehen geben wird. Bragi hat ein neues kabelloses Headset, muss man das eigentlich nennen, vorgestellt. Neue Nokia-Telefone sind gelegt. Wir haben einen tollen Deal für euch. Und Frank steht da hinten an der Wand und winkt jetzt mal bitte. Frank, bitte winken. Frank. Ja, das alles gleich nach dem Intro. Das ist Berlin, das ist GigaTech. Ich bin Amir, Tech täglich vom 17.05. Ich habe gestern beim Schauen des Tech täglich festgestellt, dass ich ständig mir mit den Händen ins Gesicht fasse. Das muss aufhören. Ich werde die Hände jetzt hier so verschränkt vor mir halten. Und wir werden heute ein bisschen schneller machen als gestern. Das hat sich ja ewig hingezogen mit meinen Ausführungen zu den YouTube-Kommentaren und Franks Liebeserklärung an das HTC U11. Heute im Schweinsgalopp durch die Themen. Wir fangen an mit den YouTube-Kommentaren. Die erste Frage geht auch ums U11. Da fragt der Pro Jens, warum ist Amir heiße ich, ohne erstes R, also A-M-I-R. So hart gegen das U11 bin ich gar nicht. Das war gestern wirklich Ausgleich, weil Frank so hart für das U11 war, dachte ich. Ich bin mal ein bisschen dagegen. Nein, Spaß beiseite. Das U11 ist ein tolles Smartphone. Wir freuen uns auch, dass HTC weiterhin so gute Geräte rausbringt. HTC ist ja eine Firma, die uns historisch betrachtet einfach als Android-Fans, langjährige Android-Fans natürlich am Herzen liegt. Und wie gesagt, wir wünschen ihnen alles Gute und freuen uns auch über das U11. Gleichzeitig herrscht bei uns in der Redaktion natürlich so eine Ausgleichsbewegung immer zwischen Frank und mir, Yin und Yang und Himmel und Hölle. Da gucken wir, dass wir uns gegenseitig immer so ein bisschen bremsen und einnorden wieder. So, und die richtige Technikfrage, die ich jetzt beantworte, jetzt muss ich wieder runterscrollen, die war vom, wo ist er denn jetzt? Vom Alex, denkt ihr, wir werden mit dem Note 8 endlich mal wieder ein Note-Gerät nach Deutschland bekommen? Sind wir ziemlich überzeugt von. Also endlich ist ja auch, also ist ja relativ, das Note 7 kam ja nach Deutschland, das hatte halt dann nur große Probleme. Und das Note 8, wir rechnen da zur IFA hin mit, dass Samsung das dann vorstellt, also ob jetzt auf der IFA oder, also auf jeden Fall in diesem Zeitrahmen und sind ziemlich sicher, dass es ein Note 8 in Deutschland geben wird. So, und dann kommen wir zu den Themen des heutigen Tech täglich. Und dann fangen wir mal an mit dem kurz bevorstehenden WWDC, der Apple-Entwicklerkonferenz. Anfang Juni ist die, Sebastian, ne? Ja, also genau darum. Also Anfang Juni ist die bald. Und normalerweise ist das ja eine Veranstaltung, sagt ja auch schon Developer Conference, auf der es mehr so um Software-Dinge geht. Also OS-Updates, vielleicht auch mal eine neue App oder so. In der Vergangenheit wurde da ab und zu auch mal Hardware vorgestellt. Und so wohl auch dieses Mal, das vermutet zumindest Blomberg, die grundsätzlich recht informiert sind. Und die sagen, es ist mehr als wahrscheinlich, dass Apple auf der WWDC drei neue MacBooks vorstellt. Jetzt mag manch einer denken, drei? Also ein Update des MacBook Pro, das äußerlich unverändert bleiben dürfte und sich eher unter der Haube ein bisschen was tut. Ein Update des MacBook. Und dann gibt es ja noch das MacBook Air, von dem wir eigentlich dachten, es sei tot, beziehungsweise Apple würde es auslaufen lassen. Es scheint nun aber, als dass Apple sagt, naja, das Ding ist wahnsinnig beliebt weiterhin, dann lassen wir es mal noch nicht sterben, sondern bringen da vielleicht noch mal ein kleines Update. Also da sind wir am meisten gespannt drauf, ob es wirklich irgendwie ein neues MacBook Air auf der WWDC gibt. Das alles erfahren wir Anfang Juni. Und natürlich werden wir auf giga.de/Apple ausführlich im Vorfeld, während und nach der WWDC darüber berichten. Dann erinnert sich vielleicht manch einer von euch, ich glaube zwei Jahre oder so ist das schon her oder länger, da gingen kabellose Kopfhörer durch die Presse und wir waren all total begeistert. Bragi hieß die Firma und Dash hieß das Produkt. Die waren damals nur angekündigt, waren ein Kickstarter-Projekt, glaube ich. Das war bevor halt auch Samsung und sowas und jetzt Apple auch mit solchen komplett kabellosen In-Ear-Kopfhörern um die Ecke kamen. Als die dann da waren, waren die so ein bisschen enttäuscht und hatten Probleme mit dem Akku. Das hat alles nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt hat Bragi aber ein neues Produkt vorgestellt, nämlich Dash Pro, die natürlich vieles besser machen sollen. Und ein Feature haben die, das uns sehr gefällt, und zwar haben die ins OS integriert einen Übersetzer. Das heißt, in der Theorie zumindest, soll es möglich sein, dass ihr mit dem Ding im Ohr mit jemandem sprecht, der eine andere Sprache hat und ihr, das wird euch dann live ins Ohr übersetzt. Das wäre wirklich toll. Ich meine, so ganz neu ist die Technologie natürlich nicht, da kommen halt mehrere Technologien zusammen und vom Erlebnis stelle ich mir das dann so vor, wie wenn man in so einer UN-Vollversammlung sitzt, wo man ja auch das wird live übersetzt, da sitzen natürlich oben Leute, die einem das dann simultan übersetzen, so würde das dann halt ein Computer bzw. eine AI machen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, haben ein Testgerät angefordert und werden euch dann natürlich berichten, wie gut das funktioniert und wie toll diese Dash Pro jetzt insgesamt sind, auch abseits von der Übersetzungskapazität. So, dann haben wir ein Thema aus dem Android-Ressort und zwar ist Nokia bzw.
HMD Global, also der Firma, der das Nokia-Label inzwischen gehört. Da kommt der Frank. Na, was wolltest du denn eben von mir? Nee, ich wollte nur, dass du winkst. Alles klar. Und dann wollte ich dich auch noch fragen, ob ich das gerade richtig erzählt habe. Wir zweifeln noch nicht daran, dass es ein Note 8 dieses Jahr geben wird in Deutschland, oder? Nee, das ist doch schon offiziell angekündigt. Ja, alles klar, habe ich richtig gesagt. War nämlich die Frage, ob wir glauben, dass es dieses Jahr endlich mal wieder ein Note 8 geben. Und dann habe ich gesagt, na, es gab doch auch ein Note 7, das war halt nur gefährlich. Und jetzt gibt es halt wieder ein Note 8. Ja, es gab auch ein Note 5, das kam aber in Deutschland dann nicht raus. Ja. Das war auch seltsam. Ja. Aber ich glaube, das Note 8, das kommt. Ja, das kommt. Gut. Dann HMD Global, die Firma, der das Nokia-Label gehört, die haben aus Versehen ein Video hochgeladen, die zwei neue Nokia-Geräte zeigen, und zwar das Nokia 8 und das Nokia 9. Sind halt High-End-Oberklasse-Geräte, die in diesem Video, das Gott sei Dank vom Leaker Evan Blass gleich mal gemirrored wurde und dementsprechend noch anschaubar ist. HMD Global hat es natürlich sofort runtergenommen. Anschauen könnt und die kolportierten Specs zu den Geräten lest dementsprechend einen Artikel auf giga.de/Android. Und dann haben wir noch einen Deal, wie immer, zum als Betthupferl sozusagen. Und zwar ist gerade die Zeit der Mobilfunkverträge mit großem Datenvolumen. 1&1 haut jetzt Allnet-Flats mit vierfachem Datenvolumen. Das heißt, 8 GB gibt es da zum Schnäppchenpreis, sowohl im Vodafone als auch im O2-Netz. Wie genau die Konditionen sind, wie ihr das buchen könnt, diese Sommer-Specials bei 1&1, lest ihr im entsprechenden Artikel auf giga.de/deals. Das war der Tag täglich vom 17.05. Ich freue mich schon morgen auf eure Fragen und Kommentare unter dem YouTube-Video. Lasst uns da gerne einen Daumen hoch, wenn euch es gefallen hat. Ich freue mich über jedes Daumen hoch Logo, das mir da angezeigt wird, und ärgere mich sehr über die Daumen runter Klicks. In diesem Sinne, schönen Feierabend, bis morgen, tschüss.